Jo, was geht? Ciao, was Chaias. Falls ihr die letzten Videos nicht gesehen habt, dann holt es auf jeden Fall nach. Trotzdem hier nochmal eine kurze Erklärung, was passiert ist. Und zwar, das Auto ist an sich ganz top. Okay, ich muss zugeben, danach sieht es jetzt nicht ganz aus, aber trotzdem, der Motor läuft, die Bremse funktioniert. Kupplung funktioniert auch. Was ich aber allerdings im letzten Video so ein bisschen zerstört habe, ist hier die Schaltung. Ich kann nur in den dritten und ich glaube noch in den vierten Gang schalten, aber der erste, zweite Rückwärtsgang geht leider nicht mehr. Das war schon, als ich das Fahrzeug gekauft habe, so ein bisschen kaputt, aber durch mein ADHS habe ich das dann ja komplett zerstört. Schaltung ist jetzt komplett McDonald's Salat mit Fruchtquetschi. Ja, komplett Matsch. Alles Matsch. Komplett Matsch, 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 Matsch. Und jetzt ist meine Idee gewesen, erstmal das Auto loszubekommen, irgendwo einen Schrottplatz zu finden, der das hier abholt, da nochmal ein Geld kassieren, vielleicht 100 Euro oder so. Die zweite Überlegung war dann, vielleicht nur den Motor zu verkaufen und verschiedene andere Einzelteile. Aber dann habe ich mir gedacht, ey, pass auf, wenn doch nur die Schaltung kaputt ist und alles andere noch einwandfrei funktioniert, wieso nicht versuchen, das Auto bzw. die Schaltung einfach zu reparieren? Und ich werde mich jetzt auf den Weg machen, runter in die Stadt. Da gibt es so einen Automechatroniker, den werde ich fragen, was das denn alles kostet. So, wenn ich selber vielleicht die Schaltung organisieren kann, irgendwo gebraucht. Vielleicht gibt es ja hier einen Schrottplatz in der Nähe, der genau diese Schaltung für den Golf 2 hat. Da das organisieren, dann zum Automechatroniker und ja, mal gucken. Wenn sich aber herausstellen sollte, dass das alles hier extrem teuer ist, dann muss ich mir das nochmal überlegen. Aber erstmal Mission Nummer 1, Quest 1. Gucken, ob man das reparieren kann, ob die das hier in Bosnien irgendwo da in der Stadt reparieren können. Natürlich wäre es geil, das ganze Auto zu reparieren so und damit zurück nach Deutschland zu fahren. Aber schwierige Sache, weil der Unterboden ist wirklich zerstört. Also da, hier ist doch, glaube ich, irgendwo ein Loch. Hier, guckt euch das mal an. Bro, das ist kein Loch, das ist, der ganze Unterboden fehlt, ja. Scheiße. Ja, schwierige Sache, also das würde ich natürlich am liebsten machen, die Karre hoch nach Deutschland fahren. Aber gut, erstmal jetzt Mission Nummer 1, schauen, ob wir die Schaltung repariert bekommen. Vielleicht machen wir noch eine kleine Sidequest, ich weiß nicht, Cevapcici irgendwo holen und essen gehen. Oh, ist das Scheiße von Sunny? Sieht genauso aus wie die Wurst, die ich im letzten Video, nee, nicht im letzten Video, im vorletzten Video gebraten habe. Auch anschauen. Auch die Videos, die nichts mit den Autos, mit der Autozerstörung zu tun haben, auch anschauen. Alles gucken. Chabo dreht jetzt wieder fleißig Videos. Wir sehen uns dann. Ich berichte euch auf jeden Fall und heide. Okay, ich habe mich jetzt hier auf die Suche begeben nach einem Mechatroniker und da vorne habe ich ein Schild entdeckt. Hier gibt es einen, 100 Meter. Da lang, mal gucken, was da abgeht und wie teuer der vor allem ist. Ich werde hier keine 500 Euro da lassen für die Schaltung. Ich will nicht mal 100 da lassen, ey, um ehrlich zu sein. Ich bin echt gespannt, wie teuer das hier in Bosnien ist. Also die Werkstatt hat mir jetzt das hier gegeben. Anscheinend kann man das sehr leicht selbst montieren. Der meinte zu mir, wenn der erste Gang und der Rückwärtsgang nicht funktioniert und der zweite Gang, dann ist es höchstwahrscheinlich dieses Teil hier. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ihr könnt es gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich bin gespannt, ob das nur das Teil ist, weil wenn nur das Teil kaputt sein sollte, dann ist das ja ganz easy. Da muss ich ja gar nichts reparieren, weil das hat gerade mal 5 Euro gekostet, dieses Plastikteil. Wenn ich wieder zurück bin zu Hause, dann filme ich weiter und zeige euch, ja, ob es an diesem Teil liegt. Ich habe mir jetzt hier vom Nachbarn ein bisschen Fett organisiert und das Teil hier habe ich auch am Start. Jetzt mache ich erstmal hier die Motorhaube auf. Zack. Und mal gucken, ob wir das mit einem Handgriff erledigen können. Das hat nämlich der Werkstatttyp da gesagt. Und auch hier ein Nachbar hat das auch genauso erzählt, dass das mit 1-2 Handgriffen erledigt ist. So, erstmal hier Motorhaube auf. Ja, jetzt das Ding hier suchen. Das ist wahrscheinlich nicht so weiß wie hier, weil das extrem alt ist. Das ist wahrscheinlich noch das erste, das verbaut wurde. Ich habe keine Ahnung. Hier fehlt der Ölmessstab. Mein Vater hat gesagt, dass der Ölstab reingeflogen ist in den Motor. Rein, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Wie soll denn das funktionieren? Hey, wieso ist die Batterie so groß? Ja, das wäre so heftig, wenn das einfach nur das Teil, wenn nur das Teil kaputt ist. Hier ist nichts. Ich sehe hier nicht mal ansatzweise etwas, das nach diesem, warte mal, ich habe es gegoogelt. Das heißt, Schalthebel, Schalt, Wahlschalt. In Deutschland kostet das übrigens 1 Euro, habe ich gesehen.
Hey, 1 Euro, für 1 Euro, 1 Euro kann man das Teil kaufen. Ich habe hier einfach 5 Euro gezahlt. Er hat mich voll auseinandergenommen. Wenigstens war er so korrekt und meinte direkt, dass das hier kaputt sein könnte. Beziehungsweise war sich ziemlich sicher. Er hat gesagt, wenn der Rückwärtsgang nicht funktioniert und der erste Gang, dann ist das kaputt. Er hätte ja auch sagen können, dass ich da hinkomme. In die Werkstatt und dann hätte er dort vor Ort irgendwas hier ausgetauscht für 5000 Euro und ich wäre darauf reingefallen. Deswegen sage ich, wenigstens war er so korrekt und hat mir direkt hier gesagt, dass das kaputt ist. Was mache ich denn jetzt hier? Ich weiß gar nicht, wo das ist. Das muss doch da sein. Da ist doch das Getriebe und so hier hin unten irgendwo. Alter, ich erkenne da nichts. Gar nichts. Bro, das Ding ist, ich habe auch gegoogelt. Da nichts gefunden, kein einziges Video darüber. Dann habe ich ChatGPT gefragt. Wie der letzte NPC. Und ChatGPT meinte, dass das nicht so einfach geht. Nicht einfach hier Plug and Play, sondern man braucht eine Hebebühne. Hebebühne, Werkzeug, bisschen dort was schrauben, bisschen hier was schrauben und dann geht das schon. Aber Bro, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Wisst ihr was, Leute? Ich werde jetzt hier ein bisschen rumforschen, gucken, wo sich das Teil befinden könnte. Deswegen sehen wir uns gleich. Okay, das hat nicht lange gedauert. Ich habe das gefunden, das Teil. Das befindet sich nämlich hier. Also ihr könnt jetzt nochmal sehen, das ist das Teil. Ihr könnt gerne nochmal in die Kommentare reinschreiben, wie das heißt. Und hier ist das andere Teil und das wurde hier schon mit einem Draht festgemacht. Das heißt, der Vorbesitzer wusste Bescheid. Aber irgendwie sieht mir das ein bisschen kürzer aus. Scheiße, Mann. Oder ist das gleich lang? Keine Ahnung, ich mache das jetzt erstmal ab. Ich versuche jetzt hier mit der Zange den Draht hier abzumachen. Das war's. Aber das Teil hier ist kürzer. Ja. Was bedeutet, dass wir vielleicht jetzt nochmal runter in die Stadt müssen? Wir haben jetzt einen Tag danach. Mein Vater war alleine in der Stadt, weil ich noch ein Video zu Ende schneiden musste. Und dort hat er das richtige Teil besorgt, das sich jetzt hier drinnen befindet. Hier ist es. Man sieht auch, das ist ein bisschen kürzer. Genauso wie das alte Teil, das verbaut war. Und hier könnt ihr sehen, hier ist das kaputt gegangen. Genau hier. Und aus dem Grund kann das Auto nicht in den Rückwärtsgang rein und auch nicht in den ersten. What the fuck, ey. Ihr kennt euch da besser aus. Ihr seid ja alle Mechatroniker mit Briefmeister, mit Brief. Tun wir mal hier auf dem Boden. Das tun wir auch auf dem Boden. Übrigens, die Werkstatt, wo wir das erste Teil gekauft haben, das etwas längere, das hatte das Teil nicht. Mein Dad hat das dort zurückgegeben und musste zu einer anderen Werkstatt. Und das hat auch nur, warte mal, das war viel günstiger hier. Das hat nur 2 Euro gekostet. Trotzdem ist das in Deutschland günstiger. In Deutschland bekommst du das Teil für, ja wie gesagt, 1 Euro. Sogar unter 1 Euro, habe ich gesehen im Internet. So, machen wir jetzt die Motorhaube auf. Und jetzt werden wir sehen, was für Skills ich hier auspacken kann. Genau, gar keine, weil ich nichts kann handwerklich. Aber das muss man lernen. Das muss man lernen. Weil wenn man das nicht lernt, dann kann man so eine Karre nicht reparieren. Und wenn man diese Karre nicht reparieren kann, dann kann man keinen Content drehen. Das Fett haben wir hier. Müssen wir auch ein bisschen drauf machen, denke ich mal. Ich muss jetzt erstmal schauen, ob ich die Stelle wiederfinde, wo das Ding hier drankommt. Hallo? Stelle? Wo war das denn nochmal? Hallo? Also das hier ist definitiv die Schaltung. Das bedeutet... Na, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Ich zeige euch das mal kurz. Von hier sieht man es besser. Hier Kugel 1 und Kugel 2. Und jetzt werden wir erstmal hier drauf ein bisschen Fett drauf machen. Einfach so mit dem Finger. Keine Ahnung, ob ich das so richtig mache. So ein bisschen hier drauf schmieren. Rein in die Pumperze. Hier auch ein bisschen rein. Ob man das überhaupt so macht. Das ist doch ein Plastikteil. Ich habe echt keine Ahnung, Leute. Wirklich. Ich gebe das auch zu. So, was Autos angeht, bin ich eine komplette Niete. So. So, und ich mache mal auch ein bisschen hier ein bisschen und hier ein bisschen. Jetzt ist die Frage. Die Frage, die ich mir jetzt hier stellen muss, ist, wie rum kommt das Teil? So oder so? Oder ist das dasselbe? Warte mal. Oh, yo, das ist dasselbe. Hier drauf. Und, verdammt. Ich sehe die zweite Kugel nicht. Ist es drauf? Boah. So, ja. Flutscht. Flutscht gut. Das tue ich mal wieder hier rein und Motorhaube zu. Wenn das jetzt geht, Alter, wenn das jetzt funktionieren sollte mit der Schaltung, wenn die jetzt butterweich schalten sollte, dann ist das nächste, was wir an diesem Rotzteil reparieren werden, der Auspuff. Weil der ist ziemlich laut und wenn ich hier durch die Gegend fahre, da beschweren sich die Nachbarn. Der eine oder andere hat sich schon beschwert, aber das kann man denen auch nicht übel nehmen, weil das Fahrzeug ist wirklich sehr, sehr laut. Der ganze Auspuff fehlt und so fängt der Rotz an. Am Ende repariere ich den ganzen Drecksgolf hier und wir fahren damit nach Deutschland. Ich glaube, es geht gar nicht mit bosnischen Kennzeichen. Eins nach dem anderen. Erstmal
kümmern wir uns jetzt hier um die Schaltung, danach gucken wir weiter. Und bevor wir das hier überhaupt testen können jetzt, brauchen wir den Schlüssel. Also erster Schritt, Main Quest, Schlüssel suchen. So, Schlüssel gefunden, check. Ran an den Drecksgolf, ran an das Chevab-Mobil. Ich mache jetzt schon mal, soll ich mal hier aufmachen? Eine Runde fahren, oder? Sunny, du bleibst da. Genau da, wo du bist. Vorglühen! Boah, wie lange dauert das? Jetzt. Aha, wie der anspringt. So, Rückwärtsgang. Oha! 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 Alter, wo ist Sunny? Alter, der Rückwärtsgang funktioniert einwandfrei. Oh, erster Gang. Geht aber nicht so einfach rein. Ja, jetzt! Jetzt! Ja! Alter, das gibt's doch nicht. Das lag wirklich an diesem kleinen Plastikteil. Boah, das Auto ist so laut. Es tut mir leid, liebe Nachbarn. Boah, Junge! Junge! Woo! Zweiter Gang. Funktioniert auch! Ja! Warte mal, zweiter. Boah, wieso geht der zweite so schwer rein? Ah, jetzt. Gewöhnungsbedürftig. Das Ganze hier. Geil, Mann, geil. Ich wende jetzt hier. Oh, das war der Rückwärtsgang. Shit. Ich muss echt aufpassen. Der Rückwärtsgang geht echt. Der erste Gang geht echt schwer rein. So, erster Gang, easy. Easy. So, zweiter Gang, easy. Easy. Dritter Gang, easy. Vierter Gang, easy. Danke an alle, die mir Tipps in die Kommentare reingeschallert haben. Ich habe keinen davon gelesen, weil das Video viel zu versetzt kam. Aber ich bin mir sicher, dass ihr... noch ein Golf. Noch ein Zweiergolf. Yo. Fahr, Bruder, fahr. Habe keine Angst. Ich habe erste Gang. Die Videos kamen versetzt, Leute. Also ich habe die Kommentare nicht lesen können. Leider. Oh, wieso geht der zweite Gang? Fuckt ein bisschen ab, aber geht schon. Mit Gefühl geht das schon. Also so können wir auf jeden Fall wieder fahren. Das steht fest. Im nächsten Video machen wir uns mal ran an den Auspuff. Der Auspuff befindet sich, beziehungsweise befand sich, rechts vor links, Junge, wenn er jetzt rausfährt, bin ich am Himmel. Befand sich im Kofferraum. Den habe ich rausgemacht. Und ja, im nächsten Video werdet ihr dann sehen. Auf jeden Fall, schreibt irgendwas in die Kommentare. Das Tor ist zu. Ne, das Tor ist nicht zu. Sunny ist immer noch drinne. Und Bremse funktioniert gut. Ja, wir sehen uns im nächsten Video.